Im Gesetz ist nicht namentlich erwähnt die Kinderarbeit im Internet. Ja, da müssen wir nochmal unterscheiden. Also ich bin erstmal sehr betroffen, dass es die Legislaturperiode jetzt die Bundesregierung nicht geschafft hat, die Kinderrechte im Grundgesetz zu Absolut. verankern. Weil hier sehen wir sozusagen die Problematik. Also die Elternrechte werden sozusagen hier, sind die entscheidende Rechtsmaß. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen. Und natürlich haben wir ja Gesetze, wir haben Kinderarbeitsschutz, nur hier ist das Besondere, dass sozusagen die Eltern die Kanalbetreiber sind und sich nicht vor die Kinder stellen können, sondern wenn es um Datenschutz geht, wenn es um Arbeitszeiten geht, sind sie ja letztendlich die Chefs oder die Chefin ihrer eigenen Kinder. Und da haben wir eigentlich Regelungen, was Kinderarbeitsschutz betrifft. Das heißt, bis 15 Jahren dürfen Kinder in Deutschland nicht arbeiten. Wir haben es gerade gehört, dass es da Ausnahmen gibt, aber in der Regel eine Aufsichtsbehörde, die dann auch die Möglichkeit hat, die Interessen der Kinder sozusagen auch gegenüber den Eltern einzufördern und eben einzufordern und zum Beispiel auch ein kinderärztliches Gutachten zu erstellen. Aber da müssen sozusagen die Gewerbeaufsichtsämter und auch Jugendämter und auch die Gesellschaft sensibilisiert sein, dass dieses dann eben auch eingefordert wird. Und diese Sensibilität haben wir in Deutschland noch nicht. Und da erleben wir das als rechtsfreien Raum. Wir haben im Bereich Werbung, das ist eine Werbekennzeichnung auf YouTube, weil eigentlich sind es ja Dauerwerbesendungen, die wir hier haben. Die Kinder sind Werbemarken und es sind Dauerwerbesendungen. Da sind jetzt bestimmte Regelungen geschaffen worden, obwohl Product Placement da auch immer noch vorkommt. Aber die Interessen der Kinder werden hier nicht genug berücksichtigt, zumal es ja minderjährige Kinder sind. Und da ist sozusagen die Politik gefordert, da sind die Aufsichtsbehörden gefordert, eben hier auch stärker einzugreifen. Da muss auch mehr zusammengearbeitet werden. Frau Gebel, unsere Sendung heißt ja, spielst du noch oder arbeitest du schon? Wo ist denn da die Grenze? Naja, dieses Influencer-Dasein, das bringt natürlich auch gewisse Zwänge mit, ne? Die Influencerinnen müssen sich anstrengen, dass sie gut rüberkommen und sie dürfen nicht alles selbstbestimmt machen, sondern sie müssen bestimmte Inhalte präsentieren, damit es Geld bringt. Sie müssen aber auch eine bestimmte Art der Selbstdarstellung pflegen und sie müssen einen gewissen Aufwand betreiben, damit das auch alles klappt und damit sie eben auch interessant bleiben, ne? Und die Influencerinnen zeigen das nicht unbedingt nach außen, wie viel harte Arbeit das ist, weil das würde das Image ja auch ankratzen. Und wenn sie es tun, dann glorifizieren sie das so ein bisschen, wie sehr sie sich anstrengen, jeden Tag ein neues Video für ihre Fangemeinde zu produzieren, dass da manchmal eigentlich nur monetäre Gründe im Hintergrund eine Rolle spielen, das geben sie natürlich nicht zu, ne? Oder das stellen sie nicht in den Vordergrund, das machen auch die Erwachsenen-Influencer nicht. Und die Coco, die wir da gesehen haben, die muss Leistung bringen, ne? Die muss bloggen, fehlerfrei sagen können, die muss sich das vorher antrainieren, wie sie was rüberbringen will oder soll. Und selbst wenn sie an dem Tag keine Lust hat auf eine fröhliche Party, dann muss sie aber mitmachen. Und ja, die Außenwirkung wird so ein bestimmendes Element im Leben der Kinder dann. Und man ahnt, dass das für Kinder nicht unbedingt gut sein kann. Eine Frage, die Kinder gerade in dem Alter stark beschäftigt, ist ja, wie komme ich bei anderen an, wie komme ich rüber? Und da haben sie sowieso mit zu tun und da brauchen sie auch eine ehrliche, aber auch eine rücksichtsvolle Rückmeldung zum Beispiel. Und wir haben ja eben schon gehört, dass das nicht immer der Fall ist, dass sie da eben auch harter Kritik oder auch Beschimpfungen ausgesetzt sind. Und die Coco konnte das jetzt so wenden, naja, das sind Neider. Wenn man Erfolg hat, dann gibt es natürlich immer Leute, die schimpfen. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit denen, die sich Mühe geben und nicht so erfolgreich sind? Die bekommen die Kritik natürlich auch knüppeldick ab. Und das sagen Kinder auch, wenn wir sie befragen nach ihren Erfahrungen im Internet. Da gibt es doch so einige, die sich mal versucht haben und das dann ganz schnell haben auch wieder bleiben lassen, weil sie gemerkt haben, so einfach ist das nicht, ne? Es sieht aus nach leicht verdientem Geld,
wenn Sie das aus eigenem Antrieb überhaupt machen, wenn es nicht so ist, dass Sie da einen gewissen Druck verspüren, den Eltern zuliebe, das dann fortzuführen. Ja, und die Kinder können halt auch nur sehr eingeschränkt selber bestimmen, was sie da präsentieren und wie sie es machen, während andere Kinder natürlich viel mehr Freiraum haben, so mit ihrer Wirkung, mit ihrer Selbstdarstellung zu experimentieren. Die haben zum einen mehr Zeit dafür und zum anderen haben sie auch die Freiräume, das zu tun. Und das muss Kinderinfluencern mit der Zeit natürlich auch abgehen. Und wenn es gut geht, dann emanzipieren sie sich irgendwann davon und grenzen sich ab. Und wie das Jugendliche halt machen, wehren sich gegen Ansprüche von außen und übertreiben es dabei manchmal auch. Wenn es nicht gut geht, dann bleiben sie bei so einer professionellen Inszenierung ihres Selbst. Und weil das so arg mit ihrem eigenen Lebensvollzug vermischt ist. Aber im Grunde wissen wir nicht viel darüber, weil Forschung gibt es dazu noch nicht oder so gut wie nicht. Es ist ja auch kein leichtes Forschungsgebiet, wie offen und ehrlich Kinder und ihre Eltern uns da Auskunft geben würden, wenn wir jetzt anrufen würden und sagen, ja, also wir haben gesehen, ihr Kind ist Influencer. Das interessiert uns aus forscherischer Sicht. Ich bin nicht sicher, wie viel Erfolg wir damit hätten, dann ehrliche Antworten zu bekommen. Frau Schmidt, Sie haben sehr viele gute Punkte angesprochen. Ich muss mich gerade mal wieder selbst sammeln, was ich nachher noch alles fragen möchte. Frau Schmidt, wenn wir noch mal den Coco-Film nehmen, da hatte die Mutter ja gesagt, oh, wir kriegen tausende Werbeanfragen. Ich muss da erst mal schauen, was für Coco passt. Also ist sie ja schon der Chef, der Manager der Kleinen irgendwo. Wenn man diese Eltern dann fragt, sag mal, ist das denn noch Spaß? Haben die Kinder wirklich noch Spaß? Sind die Kinder oder ist das nicht Kinderarbeit? Die sagen, nein, das macht denen doch total viel Spaß. Machen die sich eigentlich irgendwann selbst was vor? Was glauben Sie? Ja, ich glaube schon, dass es Selbstbetrug ist. Also bei wem ging es denn in der Kindheit bitte um Marken? Da kann es nicht drum gehen. Ich würde es ja noch verstehen, wenn die Kinder heute sagen, ich mache Pferde, ich mache Igel, ich habe dies und dieses Hobby. Darum geht es ja nicht. Es geht ja rein um Markenbotschaften. Und es geht ja teilweise viel, viel früher an, was ich bei meiner Recherche auch entdeckt habe. Das waren Wickelkinder, die in die Kamera gehalten wurden für die passende Windel und für das passende Outfit, das dazu gesendet wurde. Also da kann man überhaupt nicht mehr von Spaß reden. Da ist überhaupt kein Schutz mehr da. Ich denke, es geht nicht um eine Leidenschaft von Kindern. Die Kinder beschreiben sich ja nicht oder sagen, ich lese gern dieses und dieses Buch und erzählen drüber mit diesem Medium ihrer Zeit, sondern sie machen einfach nur Werbung. Und auch wenn die Mutter die Produkte auswählt und das Kind vielleicht kein Gin bewerben lässt, was eindeutig verboten wäre, das wäre das Einzige, was eindeutig verboten wäre, ist es trotzdem reine Werbung und reines Marketing. Es geht nicht um eine Begeisterung, es geht nicht um einen Inhalt. Da bin ich absolut dabei. Das hätten wir jetzt im Bundestag regeln können mit der Verankerung der Kinderrechte. Ein Kind hat im Moment ganz wenige Möglichkeiten, sich, wenn sie es nicht mehr möchte, dagegen zu wehren. Also wie geht man damit um? Und weil es einfach da im rechtsfreien Raum ist. Und das ist äußerst schwierig. Und ich denke, umso früher, wenn man dann diese Filme anschaut, das geht ja oft schon im Kleinkindalter los, dass die Kinder da in die Kamera gehalten werden. Und jetzt machen sie heute mal Werbung jahrelang für einen Schokoaufstrich und dann wollen sie mal Professor oder in der Ernährungswirtschaft arbeiten, dann ist es aber rum, ne? Oder im Fitnessbereich. Das ist ja unlöschbar, diese Geschichte dieser Kinder. Da muss man bitte auch dran denken. Das sind ja Persönlichkeitsrechte, die immer und immer verletzt bleiben.